Jo, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Heute mal nicht NBT Edit, sondern eher was mit MC Edit. Und zwar hat ein Tress Lenders auf YouTube etwas brandneues entdeckt. Und zwar, wie man Blöcke replacen kann. Und wie man einen stehenden Block zu einem fallenden Block macht. Was damit gemeint ist, zeige ich jetzt mal. Also ihr seht hier, ich habe jetzt zwei Sandstone und ein TNT gespawnt. Nichts Besonderes, das geht auch mit Falling Sand Entities und das ist noch nichts Besonderes. Aber jetzt kommt es. Also ihr müsst jetzt auf den zweiten Block achten, der fällt jetzt nämlich gleich hier runter. Und der unterste Block verwandelt sich zu einem Slab, dadurch zerspringt der Block da drüber. So. Jetzt müsstet ihr nur noch den Slab hier zu Null replacen. Und schon habt ihr einen fliehenden TNT-Block, den man mit einem Schlag kaputt machen kann. So, so hat sich ein Spliff-Prinzip. Die Map wird auch bald released. Und ich fülle jetzt hier nochmal einmal das Loch und führe es noch einmal vor. Und das wollte ich mir heute erklären, wie man das genau macht. Also, ich lasse den Berg spawnen und jetzt replace den Block und zack, habe ich wieder einen fliehenden TNT-Block. So, hier habe ich jetzt mal ein Beispiel gemacht. Hier hinter seht ihr die Spawner und hier, was ihr dafür machen müsst. Dazu kommen wir gleich. Also, zuerst einmal den Effekt, wenn ihr einen stehenden Iron Block habt. Der Block ist natürlich variabel, der muss nur dieselbe ID haben. Das heißt, wenn ich das jetzt zerschlage, fällt der Iron Block runter. Also, das heißt, man kann sozusagen eine Wand wieder runterfallen lassen, auch wenn sie schon komplett steht. So, und jetzt seht ihr, der fällt aber durch. Aber was kann man, dann habe ich mal so rumprobiert, was man denn da machen kann, um irgendwas zu replacen. Also das funktioniert auch nicht. Aber wenn man das Ganze gleichzeitig macht, dass der Block hier gerade runterfällt, während dieser Block hier runterfällt, das heißt zerstört wird der andere. Was genau dann passiert? Und dann ist mir hier das hier aufgefallen. Beziehungsweise Translanders ist aufgefallen, dass der Block sich nicht ändert. Moment. Ach ja, genau hier. So, jetzt habt ihr gesehen, der Iron Block wurde zu einem Sandstone Block. Und das ist echt eine Neuerung, damit kann man echt alles machen. Echt alles. Also damit kann man selbstbauende Häuser machen, ein selbstbauendes Pleaf, was man resetten kann. Ich kann mal kurz einen Ausschnitt daraus zeigen. Das kann jetzt ein bisschen ruckeln bei mir. Ein bisschen in Anführungsstrichen. Ihr seht hier schon, hier habe ich den Replace-Vorgang schon. Das heißt, ich bin schon ziemlich weit. So, hier seht ihr jetzt jeden einzelnen Spawner. Das sind in etwa, darüber sind die TNT-Spawner übrigens, wie man gerade sieht. Es tut mir jetzt leid für die Lags, aber das sind echt Massen an Spawnern. Das hier sind die Replay-Spawner, die sind noch ein paar mehr. Und gesamt sind das momentan 2500 Spawner und ich bin immer noch nicht fertig. Das heißt, am Ende werde ich so auf 5000 Spawner kommen, schätze ich. So, aber wieder zurück zum eigentlichen Punkt. So. Wie genau mache ich das Ganze jetzt? Also dafür braucht ihr erstmal den Translander Spawner Filter, da ich hier diese netten Spawner erstellt. Nur mit Hilfe eines Schilds und einer Block darunter. Der Block darunter erklärt sozusagen, was der Block ist, der gespawnt werden soll. So. Aber jetzt erstmal eine Einführung.
Und zwar gibt es bei Falling Sand Entities die Einstellung Time. Time kann vieles aussagen, wie schnell ein Block fällt, wie lang. Und ja, damit kann man viel mehr machen. Wenn Time über 600 ist, dann wird der Block automatisch zerstört. Also wenn er dann runterfällt, dann ist er direkt kaputt. Das wäre praktisch, aber es geht nicht vom Minecraft-Code aus. Wenn Time über 100 ist und im negativen Minusbereich, also im negativen Minus-Y-Bereich ist, das heißt, wenn er jetzt im Nichts ist, das heißt, wenn er jetzt hier runterfällt und die Time über 100 ist, dann wird er zerstört. Bringt uns leider auch nichts, da wir nicht da unten bauen können oder ähnliches. So, aber jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn Time gleich 1 ist, dann überprüft er diesen Block, ob da ein Block ist und spawnt dann erst. So, wenn da ein Block ist, zerstört er diesen auch. Und ja, das sieht man übrigens hier. Die ID ist reine formelle Sache, damit du wieder den Ausgang bestimmen kannst. Da ist dann das Dest. So. SRC heißt Source. Das heißt, der Block, der gespawnt werden soll, ist darunter. Das heißt Quelle. Woher der das Schild, die sozusagen den Block nehmen soll. DT1 ist die Zeit 1, was ich gesagt habe, Time 1. Hier. Übrigens, das mit dem Überprüfen kann man ganz leicht zeigen. Wenn da jetzt zum Beispiel kein Block ist, dann fällt er nicht, sondern wird direkt zerstört. Und das kann man sich zunutze machen. Während der hier zerstört, spawnt dann der und dann hast du zwei. Also, dass du den miteinander replaced hast. So. Und das machen wir jetzt hier zunutze. Das DD1 ist reine Spawner-Sache. Also das ist einfach so. Wie ihr seht, es braucht also fürs Replacen braucht man zwei und dieselbe IP. Test, Test. Die könnt ihr natürlich beliebig umbenennen. SRC heißt einmal wieder, dass er den einen Block hier runternimmt. DT ist hier 0. Das ist ganz wichtig. Und DD2. Das ist wieder reine formelle Spawner-Sache. In diesen Dispensern ist einmal Lava drin. Hierdurch wird ein Signal ausgegeben mit einem One-Tick-Impulser. Setzt die Lava raus und nimmt sie direkt wieder rein. So wird der Spawner genau einmal zerstört und spawnt genau eine Sache. Das hatte ich übrigens auch schon mal gezeigt, aber das hier ist stackbar und auf jeden Fall kompakter. So, dann kommen wir zum Zielschild. ID-Test. Das ist die ID von den beiden Schildern. Dass da beide genau da enden. Und Test ist einfach nur Destination, also Ziel. Dass die beiden Blöcke genau dort spawnen. So, jetzt hört man vielleicht Lachen im Hintergrund. Das tut mir sehr leid. Aber ich würde mal sagen, was man jetzt genau hiermit macht, das zeige ich gleich in MC-Edit. Ich habe übrigens, Moment. Damit ihr das mal seht, mache ich mal einen anderen Ausgangsort. Hier nehme ich jetzt mal Iron Block hier mit dem Dirt Block in der Mitte. Der Dirt Block und der Lapis Lazuli Block haben überhaupt nichts auszusagen. Die braucht es nicht. So, dann nehme ich hier ID Test. Test. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in So, MC und da Edit. sind wir auch schon wieder zurück in MC Edit. Hier seht ihr jetzt ein paar Welten. Aber wir wollten die Welt Test 2. Hier seht ihr jetzt ein Schild. Da könnt ihr auch dann immer überprüfen, was ihr drauf geschrieben habt. Und es im Notfall auch noch ändern. Das ist ein Vorteil. So. Aber wie genau mache ich das? Das ist das Spawn. Hier seht ihr auch die Schilder, die ich auch schon geplaced habe. So. Ihr markiert jetzt einfach hier diese Schilder. Wählt in den Filtern Trashlander Spawner Filtern, habt ihr hier so ein schönes Fenster. In der Info stehen so, was der Filter macht. Die Parameter sind halt sowas wie DT, DD und so weiter. Hier DD. Initial Delay Value for the Spawner. So, Create Spawners brauchen wir und dann Filter. Moment, da habe ich wohl die Spawner nicht ganz markiert.
Ja, genau, stimmt, da hatte ich oben nicht das Destination. Mach hier jetzt Filter. Filter und jetzt seht ihr dann natürlich das Ganze erstmal speichern. Deselect und dann seht ihr hier Spawner. So, super. Mehr braucht man eigentlich schon nicht in MC Edit. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in dem normalen Minecraft wieder. So, und hier sind wir auch wieder zurück in dem normalen Minecraft. Und ich habe ja gesagt, wie ihr jetzt seht, passiert da ist genau dasselbe. Die Entity wird sofort gekillt, da kein Block an dieser Stelle vorhanden ist. Dieser fällt einfach nur reglos runter. Aber wie gesagt, das Special daran ist, dass man die jetzt wieder verwandeln kann. Und vor allem, also das finde ich echt das genialste Feature an dem Ding, dass man... Ups, das war ein Fail. Dass man Entities jetzt wirklich replacen kann anhand nur mit Spawnern. Und also das ist eins der besten Features, die jetzt sozusagen entdeckt wurden. So, jetzt haben wir hier auch dasselbe wie dort. Also das ist echt eins der besten Sachen, die jetzt für Minecraft entdeckt wurden. Dadurch lassen sich selbst aufbauende Häuser bauen, mit Inhalt vor allem. Oder halt wie ich jetzt in Spleef Map. Dadurch entwickeln sich 100-mal neue Möglichkeiten für das Mapbau. Demnächst werde ich auch öfters mal Maps alleine rausbringen. Ich habe jetzt auch noch ein Riesenprojekt. Vielleicht hat man es schon in MC Edit gesehen. Ich weiß es aber nicht. Und übrigens, man kann auch normale Blöcke einfach so runterfallen lassen. Dafür braucht ihr dann keine extra Values wie DT oder DD. Die lasst ihr dann einfach weg und dann fallen die Blöcke einfach so runter und spawnen da. So, dann würde ich jetzt mal sagen, das war's auch wieder von mir. Wer Fragen hat, wie immer, damit ab in die Kommentare. Und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.